Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 11, Antrag der Piratenfraktion, Drucksache 11689. Das nordrhein-westfälische Parlament braucht eine fortschrittliche Debattenkultur, die den Erwartungen der Gesellschaft folgt. Ich eröffne die Aussprache und erteile für die antragstellende Piratenfraktion als erstem Redner Herrn Kollegen Bayer das Wort. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte mich heute speziell an Sie persönlich wenden, auch wenn natürlich Zuschauer per Stream zugucken, bestimmt nicht weniger, denn aber genau Sie sind mir hier, die da sind, besonders wichtig. Es ist ein Zeichen der Höflichkeit, alle anzusprechen und wichtig zu nehmen, die zuhören, aber gerade jetzt mir besonders wichtig, dass Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, mit einsteigen und mit uns die Debatte ernsthaft und offen führen. Diesen Diskurs brauchen wir nämlich nicht nur in einem kleinen, fokussierten Kreis, wenn mal die Geschäftsordnung geändert werden soll oder wenn, wie aktuell im Bundestag, eklatante Mängel im Parlamentsalltag sichtbar werden, sondern mitten unter uns. Und auch hier im Plenum und im Hauptausschuss, eigentlich ständig. Wir kommen dazu im Parlamentsalltag ja leider viel zu selten, fast nie. Heute ist der richtige Zeitpunkt. 2012 fragten wir Piraten uns in den Parlamenten und in Blogbeiträgen, wie wir Debattenkultur gestalten müssen und wie wir sie verändern können. Wir wissen inzwischen, dass die sukzessive Arbeit an Veränderungen gerade bei gegenläufigen Tendenzen wichtig und dennoch wirksam ist, aber sehr lange dauert und eine gewisse Unnachgiebigkeit fordert. Gerade dann, wenn es nervig wird. Und Sie, liebe Abgeordnete, in Ihrem Alltag zu nerven, erfüllt einen brechtschen Zweck, soll nachdenken. Und wir dürfen nicht unüberlegt zur Brechstange übergehen, die dann ja oft bricht, anstatt zu verändern. Denn selbst wenn uns alles logisch scheint, sobald die Intention nicht erkennbar ist, ist das schlecht. Wir wollen ja nicht stören, des Störens willen. Darauf lege ich großen Wert. Und ein Gutachten des Präsidiums, welches genau diese Unterscheidung macht, bot den Anlass für diesen Antrag. Zugegeben, anfangs war ich geschockt. Nicht nur, dass Vizepräsident Keimes mich am 4. Dezember mit einem Hinweis auf Weimar unterbrach, das Gutachten sollte ausdrücklich mit Bezügen zur historischen Entwicklung arbeiten. Und durch die historische Gegenüberstellung im Gutachten wird meine Rede in den Kontext der Reden von Vertretern der NPD, KPD und NSDAP, unter anderem Josef Goebbels, gerückt. Die dadurch gegebene implizite persönliche Unterstellung weise ich entschieden zurück. Das Gutachten weist darauf hin, dass die Intention entscheidend ist. Wir streben jedenfalls keine Strategie des Sand ins Getriebe oder des Zusammenbruchs der Kommunikationsstrukturen an, wie der NSDAP. Wir möchten das Volk nicht vom Parlament entfernen und wir brechen nicht die Regeln, einfach um zu polarisieren. Im Gegenteil, wir wollen die Regeln nachhaltig mit Ihnen gemeinsam ändern und tun dies. Und wir sind nicht gegen, sondern für den Parlamentarismus und abschaffen wollen wir die Politikverdrossenheit. Also achten Sie darauf, denn ein Aufbau von Hürden und ein Abbau von Beteiligung, auch im Parlament, trifft immer die Demokratie, aber selten die, die nur stören wollen. Das schaffen die nämlich auch so. Während funktionierende demokratische Prozesse im Zweifel nur sehr schwer wiederherzurichten sind. Vor allem dann, wenn man die Macht über die Prozesse vielleicht sogar verloren hat. Wir arbeiten hier an einer Weiterentwicklung und damit einer Stärkung des Parlamentarismus und der Demokratie. Mehr Bürgerbeteiligung, Streaming, Offenheit. Das Gutachten spricht dabei von Errungenschaften. Ich freue mich über das Gutachten, weil es zeigt, dass es sich der Parlamentarismus ändern kann und weiter verändern muss und dass das ein guter Prozess ist, den Piraten wieder neu angestoßen und Abgeordnete anderer Fraktionen aufgenommen haben. Für mich ist es ein Zeichen der Höflichkeit, alle anzusprechen und wichtig zu nehmen, die zuhören. Lassen Sie uns gemeinsam die Geschichte des Parlamentarismus weiterschreiben. Vielen Dank und vielen Dank auch fürs Zuhören. Danke, Herr Kollege Bayer. Für die SPD-Fraktion erteile ich Herrn Kollegen Professor Bovermann das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen!
von Ernst Fraenkel, einem der Gründungsväter der Politikwissenschaft nach 1945, stammen die Worte, das Kritikwürdigste am bundesdeutschen Parlamentarismus sei die an ihm geübte Kritik. Der Antrag der Piraten liefert einen erneuten Beweis für diese Aussage. Dabei ist das Thema an sich wichtig. Ich bin den Piraten durchaus dankbar, dass wir heute über das Thema Debattenkultur im engeren Sinn und Parlamentskultur im weiteren Sinn diskutieren. Allerdings ist der Inhalt Ihres vorgelegten Antrages nicht geeignet, hierzu einen konstruktiven Beitrag zu leisten. Im ersten Teil des Piratenantrages geht es um die direkte Ansprache der Zuhörerinnen und Zuhörer durch Abgeordnete in Plenardebatten. Zunächst könnte man die Frage stellen, ob Abgeordnete die Besucher auf der Tribüne begrüßen oder anreden dürfen, ob das nicht eine Nebensächlichkeit sei. Aber dahinter steht die grundsätzliche Frage nach der Öffentlichkeitsfunktion des Landtages im Rahmen einer parlamentarischen Demokratie. Wer ist der Adressat von Plenarreden? Welchen Zweck verfolgen Plenarreden? Dazu hat das Präsidium das gerade schon angesprochene Gutachten in Auftrag gegeben, das zu dem Ergebnis kommt, ich zitiere, das Plenum bietet den Abgeordneten ein Forum, um die Gründe für die jeweilige Entscheidung öffentlichkeitswirksam darzustellen. Die Debatte dient der Legitimation und stellt Verantwortung her. Damit ist die Funktionslogik der Plenardebatte in einer parlamentarischen Demokratie korrekt beschrieben. Die Öffentlichkeit ist zwar Adressat, aber es findet kein öffentlicher Diskurs zwischen Publikum und Parlament statt. Unter juristischen Aspekten ist die Regel der Nichtansprache der Zuhörerinnen und Zuhörer Teil des Gewohnheitsrechts. Wird sie nicht eingehalten und ist damit sogar ein Angriff auf die parlamentarische Demokratie verbunden, wie in der Endphase der Weimarer Republik durch Mitglieder der NSDAP oder auch heute noch durch Vertreter ihrer Nachfolgeparteien, so liegt eine Verletzung der Würde des Parlaments und ein Verstoß gegen die parlamentarische Ordnung vor. Die Piraten weisen zu Recht in ihrem Antrag darauf hin, dass diese Regel dem Wandel unterliegt. In der Tat hält sich inzwischen ein Teil der Abgeordneten aus unterschiedlichen Fraktionen nicht mehr an diese Regel und grüßt die Besucher auf der Tribüne und im weltweiten Netz. Dieses kann ein kleiner Schritt zur Verbesserung der Debattenkultur sein. So weit, so gut. Hier hätte der Antrag der Piraten enden können. Das wäre auch besser gewesen, tut er aber nicht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, auf der zweiten Seite mit Zeile 18 beginnt ein neuer Teil des Antrags. Statt um die Debattenkultur geht es nun um die Parlamentskultur insgesamt. Wer sich die Mühe einer semantischen Analyse macht, stößt auf folgende Topoi. Showdebatten, weder ergebnisoffen noch transparent, an Sachfragen vorbeigehende Parteipolitik, Fraktionszwang, nicht öffentliche und inoffizielle Treffen, Entscheidungen, die von Regierungsfraktionen lediglich exekutiert werden, Kultur der Mittelmäßigkeit, elitäre Positionen, singuläre Partikularinteressen und so weiter und so weiter. Hierbei, liebe Piratinnen und Piraten, handelt es sich um die bekannten Standardformeln der Parlamentarismuskritik, die in vielfacher Form, mal von rechts, mal von links vorgetragen, den modernen Parlamentarismus seit seiner Entstehung begleiten. Sie sagen wenig über die Realität des politischen Systems aus, dafür umso mehr über das Parlamentsverständnis derjenigen, die diesen Antrag geschrieben haben. Die Pauschalkritik basiert auf einem rückwärtsgewandten, romantisch-idealistischen Verständnis. In der angeblich goldenen Zeit des Frühparlamentarismus waren die Abgeordneten zumeist Honoratioren, die für die Politik, nicht von der Politik lebten. Parteien und Fraktionen gab es noch nicht. Das Parlament war ein Redeparlament, das gegenüber den Monarchen wenig zu entscheiden hatte. Es ist doch ganz offensichtlich, dass diese Merkmale mit der gegenwärtigen Form der parlamentarischen Demokratie nichts mehr zu tun haben. Nun berufen sich die Piraten in ihrem Antrag zur Rechtfertigung ihrer Kritik immer wieder auf die sogenannten Erwartungen der Gesellschaft und die gesellschaftlichen Entwicklung. Doch was sind nun diese Erwartungen der Gesellschaft an den Parlamentarismus? Dank der empirischen Untersuchung des Dresdner Politikwissenschaftlers Werner Patzelt wissen wir, dass der Kenntnisstand der Bürgerinnen und Bürger hinsichtlich der Funktionsprinzipien der parlamentarischen
Demokratie relativ gering sind. Die Bürgerinnen und Bürger erwarten, dass die Abgeordneten unabhängig und ohne Fraktionsbindung in rhetorisch brillanter Form und lebendiger Debatte nach sachgerechten Lösungen suchen. Dem widerspricht die parlamentarische Alltagswirklichkeit eines Arbeitsparlaments mit notwendiger Reglementierung und Formalisierung der Entscheidungsabläufe. Hier ist das Plenum nicht Ort der Diskussion, sondern der Proklamation. Halten wir also fest, die Praxis entspricht der Funktionsweise einer parlamentarischen Demokratie. Doch diese Funktionslogik entspricht nicht den Vorstellungen vieler Bürgerinnen und Bürger und offensichtlich auch nicht der Piratenfraktion. Wir haben es also nicht mit Funktionsmängeln des Systems zu tun, sondern mit Defiziten im Verständnis der Funktionen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, was ist zu tun? Werner Patzelt sprach von einem latenten Verfassungskonflikt zwischen Verfassungsstruktur und populärem Verständnis, das es gilt aufzulösen. Hier hätte ich mir im dritten Teil Ihres Antrages, liebe Piratinnen und Piraten, mehr gewünscht, als die dort vorzufindenden Schlagworte Offenheit, Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Ehrlichkeit. Überhaupt Ehrlichkeit, was soll damit gemeint sein? Wollen Sie unterstellen, dass das gegenwärtige System ein unehrliches System sei? Hier hätte ich mir gerade von den Piraten gewünscht, dass sie die Chancen, aber auch die Risiken der digitalen Demokratie intensiver ausleuchten. Der Hinweis auf die Kremser Erklärung der deutschen und österreichischen Landtagspräsidentinnen und Landtagspräsidenten hätte ja ein Ansatzpunkt sein können. Allerdings plädiere ich aufgrund der gerade vorgenommenen Analyse weniger für einen Wechsel des Betriebssystems in Richtung Demokratie 2.0 als für die Beseitigung der Defizite im Verfassungsverständnis und für die Weiterentwicklung eines vorhandenen parlamentarischen Systems. Zum einen bedarf es einer Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit des Parlaments unter Einbeziehung der Einrichtung der politischen Bildung und der Medien, um das Verständnis für die Funktionslogik des Parlamentarismus zu fördern. Bei der Präsentation des Parlaments und der Parlamentsarbeit steht meines Erachtens immer noch zu sehr das Plenum im Vordergrund. Die Öffentlichkeitsfunktion des Landtages lässt sich nicht auf Plenardebatten verkürzen. Die vorangehenden Entscheidungsprozesse in Ausschüssen, Fraktionen, Arbeitskreisen, aber auch in informellen Gruppen müssen dargelegt werden. Zum anderen muss die institutionelle Parlamentsreform weitergeführt werden. Sie muss innerhalb des Systems erfolgen, mit dem Ziel einer Stärkung des Parlamentarismus, nicht einer Schwächung. Hier hoffe ich, auch als Vorsitzender der Verfassungskommission, dass wir bald entsprechende Vorschläge unterbreiten können. Eine Pauschalkritik am Parlamentarismus oder sogar eine Diffamierung als krankes System weist die SPD entschieden zurück. Der Überweisung des Antrags in den Hauptausschuss stimmen wir zu und freuen uns dort dann auf die Fortsetzung der Debatte auf gewohnt hohem Niveau. Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Professor Bovermann. Und für die CDU-Fraktion spricht nun Herr Kollege Hendricks. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Kollege Professor Bovermann, mir hat das in weiten Teilen, was Sie gesagt haben, gut gefallen. Insbesondere aus der politikwissenschaftlichen Sicht haben Sie sehr viel Richtiges gesagt. Ich möchte mich dem Thema ein Stück anders nähern, meine Damen und Herren. Ich gebe nämlich zu, als ich die Überschrift zu diesem Antrag gelesen habe, fortschrittliche Debattenkultur für Nordrhein-Westfalen und den Text des Antrags noch nicht gelesen habe, habe ich gedacht, es geht hier heute um etwas ganz anderes. Zum Beispiel um die Frage und vielleicht den Appell der Piratenfraktion als gute Vorbilder für uns alle, alle Abgeordneten, öfter mal den Mut zu haben, hier vorne hinzugehen und eine freie Rede zu halten oder vielleicht eine teilfreie Rede zu halten mit Stichwortzetteln. Oder wenn, und das ist mir vollkommen bewusst, eine Manuskriptrede nicht vermeidbar ist, diese nicht nur abzulesen, sondern vorzutragen. Aber siehe da, als ich dann den Antragstext gelesen habe, darum geht es gar nicht, hätte ich einen schönen Beitrag gefunden, auch insgesamt über die Debattenkultur
in dieser Hinsicht, in rhetorischer Hinsicht einmal nachzudenken. Und dann habe ich einmal, zweimal, dreimal Ihren Antrag gelesen. Warum so oft? Weil er zu kompliziert ist. Er ist sehr, sehr kompliziert, gewissermaßen auch ein Stück faszinierend, weil es Ihnen, ich sage das mal mit einem Augenzwinkern, wirklich gelungen ist, viele, viele verschiedene Textbausteine zusammenzufügen aus der Politikwissenschaft, Sozialwissenschaften, Staatspolitikwissenschaft, teilweise auch Pseudowissenschaft, in einen Gesamttext, den man wirklich drei, viermal lesen muss, um zu wissen, was Sie überhaupt für Schlüsse daraus ziehen. Und jetzt frage ich Sie, damit sehen Sie mich, ich setze mich sehr kritisch damit auseinander, ich frage Sie, Sie reden viel von Offenheit und Transparenz und dafür gehört für mich dazu, im Rahmen einer Debattenkultur, dass man die Adressaten, nicht nur hier im Haus, sondern gerade die Zuschauerinnen und Zuschauer, hier und zu Hause versucht zu erreichen, ob man mit diesem Text, den Sie vorgelegt haben, diese Zuschauer und Zuschauerinnen wirklich erreicht oder ob er nicht vielleicht viel zu kompliziert ist. Das heißt, den Anspruch, den Sie erheben, der wird zumindest meines Erachtens Ihrem Antrag nicht gerecht. Und dann frage ich mich natürlich und viele andere auch, wie kommt so der ein oder andere Unterton dort hinein? Jetzt kann man salopp sagen, sind ein Stück sauer, weil ja einiges nicht so läuft, wie Sie sich das vorstellen. Okay, Schwamm drüber, kann ich nachvollziehen. Aber ich glaube, das Problem sitzt ein Stück tiefer. Und ich drücke das ein bisschen anders aus, als der Professor Bovermann das gerade gemacht hat. Meine Damen und Herren, ich komme zu dem Schluss in der Befassung mit diesem Text, auch mit Ihrer Einbringung, mit Ihrer Einlassung, Herr Bayer von Grade, dass Sie in unserem parlamentarisch-repräsentativen System immer noch nicht angekommen sind. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage von Herrn Marsching? Im Anschluss gerne, Herr Präsident. Ich würde nur gerne erst meine Gedanken zu Ende führen. Bitte. Ich komme also zu diesem Ergebnis, dass Sie weitgehend noch gar nicht angekommen sind. Vielleicht wollen Sie auch nicht ankommen, weil Sie Grundüberlegungen nicht teilen. Grundüberlegungen, wie parlamentarische Demokratie zum Beispiel funktioniert. Und parlamentarische Demokratie baut auf einer Parteiendemokratie auf. Und Parteien gibt es deswegen, weil sie in der Lage sind, gemäß einer gemeinsamen Grundüberzeugung Meinungen zu bündeln. Und die Fraktionen als parlamentarischer Arm der Parteien bündeln dann diese Meinungen im Parlament. Und dann werden irgendwann Mehrheitsentscheidungen herbeigefügt, damit überhaupt Entscheidungen getroffen werden kann. Und deswegen ist ein Verweis auf Fraktionszwang und ähnliche andere Aspekte bei dem Hauptthema, was Sie meines Erachtens haben, Verbesserung, Update der Debattenkultur, so wie Sie das bezeichnen, völlig fehl am Platze. Und, meine Damen und Herren, wir müssen uns auch einfach vergegenwärtigen, die Grundfrage schwingt ja bei Ihren Ausführungen mit, erreichen wir wirklich hier mit unseren Debatten im Plenum nicht das Volk? Ich hatte heute Morgen eine Besuchergruppe, das trifft sich ganz gut an so einem Tag, von vielen Ehrenamtlern aus meinem Wahlkreis Mülheim an der Ruhr, also nicht politisch Aktiven. Normal Interessierten. Die haben heute Morgen, Gott sei Dank, von 10 bis 11 Uhr hier oben auf der Tribüne gesessen und gut zugehört. Und ich muss sagen, allen 5 Rednern, die haben Sie gehört bei der Debatte heute Morgen, also damit auch von allen Fraktionen, ist es gelungen, einen durchaus komplexen Sachverhalt, auch rhetorisch im Rahmen einer guten Debattenkultur, hier so zu präsentieren, dass die etwas mitgenommen haben, mit mehr Wissen rausgegangen sind und sich jetzt leichter eine Meinung bilden können. Also so schlecht scheinen wir hier im Plenum, wie das teilweise durch Ihren Antrag suggeriert wird, ehrlich gesagt nicht zu sein. Und meine Damen und Herren, ich glaube auch, da fehlt mir die Differenzierung, aber vielleicht kriegen wir das hin im Rahmen der Debatte, die wir dann noch im Hauptausschuss führen. Die führe ich auch gerne. Wir müssen unterscheiden zwischen den Diskussionen, Debatten in den Ausschüssen und hier im Plenum. Wir müssen auch unterscheiden, geht es hier um eine erste Lesung oder zweite Lesung. Und natürlich bei einer zweiten Lesung ist es zwangsläufig so, dass die Meinungen bereits in den Fraktionen gebildet sind. Und ich weiß nicht, wie das bei Ihnen in der Fraktion ist. Bei uns in der CDU-Fraktion ist das so, dass wir nicht öffentlich
sehr intensiv diskutieren und wir dann irgendwann abstimmen und diese Mehrheitsmeinung wird nach außen vertreten. Und das wird bei der zweiten Lesung bei all den Fraktionen hier der Fall sein. Das ist dann das Ergebnis eines längeren Prozesses. Die eigentlichen Diskussionen, das räume ich ein als Oppositionsvertreter, die könnten meines Erachtens punktuell auch durchaus ein Stück kontroverser sein. Und hier und da würde ich mich auch mal freuen, gerade bei bestimmten Anträgen, wenn die regierungstragenden Fraktionen ein wenig offener wären, was wir als Opposition einbringen, egal von welcher Oppositionspartei. Richtig. Aber das heißt nicht, dass unsere Debattenkultur am Ende ist und die von Grund auf überarbeitet werden muss, sondern hier muss vielleicht an Nuancen gedreht worden. Und jetzt finde ich es ein wenig ungerecht, dass wir einfach bemerken und festgestellt haben, wir haben eine Verfassungskommission, wir haben Arbeitskreise und viele von uns haben uns sich damit beschäftigt, wie können wir vielleicht zum Beispiel hier unsere Plenardebatten lebendiger gestalten. Stichwort zum Beispiel Kurzintervention. War ich noch gar nicht im Landtag, ist ja eingeführt worden, finde ich ein gutes Mittel, wird ja auch von allen genutzt. Ist ein Stück Fortschritt. Jetzt sagen Sie, ist noch nicht genug, wir müssen das ein oder andere entsprechend noch zusätzlich ändern. Kann man machen, kann man drüber reden. Aber eins dürfen Sie nicht machen. Und damit möchte ich für heute auch schließen. Das hat mich auch ein Stück geärgert, dass Sie in Ihrem Text uns als Vertretern der anderen Fraktionen suggerieren, erst mit Ihrem Einzug im Parlament ist es gelungen, Veränderungen positiver Art in der Debattenkultur zu erzeugen. Wenn Sie das glauben, meine Damen und Herren, dann glauben Sie wahrscheinlich auch, dass Zitronenfalter Zitronen falten. Und ich verrate Ihnen, beides stimmt nicht. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Wollen Sie noch? Wir haben keine Zwischenfrage mehr jetzt. Ne? Jetzt haben wir eigentlich noch eine Zwischenfrage offen von Herrn Marsching. Oder sollen wir gleich auf die Kurzintervention gehen, Herr Marsching? Kurzintervention? Sie wollen noch fragen. Machen wir heute, weil es ums Parlament selbst geht. Ja. Finde ich das sehr gut. Herr Marsching, danke, dass Sie nochmal aktiviert haben. Bitte schön. Und danach haben wir noch eine Kurzintervention auf Ihre Rede angemeldet von Herrn Bayer. Zunächst die Zwischenfrage. Bitte, Herr Marsching. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Entschuldigen Sie, dass ich ein bisschen nochmal darauf zurückkommen muss, jetzt, worum es mir überhaupt ging, weil die Rede ist ja jetzt um. Vielen Dank auch, Herr Hendricks, dass Sie die Frage noch zulassen jetzt am Ende. Ich komme darauf zurück, dass Sie vorhin gesagt haben, der Antrag sei zu kompliziert. Man könnte ihn also nicht lesen. Und Sie haben dann darauf das gesagt mit den Besuchergruppen, die ja durchaus verstehen würden, was hier passiert. Also ich möchte jetzt gar nicht darauf eingehen, dass in der zweiten Reihe die dritte Dame von links eingeschlafen ist bei der Debatte heute Morgen, aber ist egal. Sind Sie bereit anzuerkennen, dass so ein Antrag geschrieben ist für die Abgeordneten und dass es dementsprechend doch sein könnte, wenn es doch verboten ist, dass ich das, was ich da schreibe, in der Rede erkläre, dass es dann doch immer darauf hinausläuft, dass die Fraktionen in der Öffentlichkeitsarbeit der Öffentlichkeit erklären müssen, was sie eigentlich wollen, weil in solchen Anträgen geht es eben nicht und in den Reden geht es ja augenscheinlich auch nicht aufgrund der Debattenkultur. Herr Marsching, ich bin der anderer Meinung. Ich will das auch kurz begründen. Ich bin nicht der Meinung, dass unsere Anträge, die wir hier einbringen, nur gedacht sind für uns als Parlamentarier. Ich finde, sie müssen lesbar sein. Ich habe an der Hochschule gelernt, auch eine Doktorarbeit muss ich in weiten Teilen verstehen können, selbst wenn das nicht meine Fachrichtung ist. Dann ist das eine gute Doktorarbeit. Und ich muss sagen, ich finde Ihre Formulierung in diesem Antrag als ein Beispiel, gerade aber zu dem Thema passt es, so kompliziert. Jetzt sage ich mal, dass auch ich als Parlamentarier, der noch diese Fächer studiert hat und auch abgeschlossen hat, diesen Text mehrfach lesen musste, um die gesamten Facetten, die Sie ansprechen, erkennen zu können. Das finde ich in Sachen Offenheit schwierig. Wenn wir erst im Nachgang dann eine Öffentlichkeitsarbeit machen müssten, Herr Marsching, ich hoffe, Sie hören mir noch zu, ja, Sie hören mir zu, machen müssen, um zu erklären, was mit dem Antrag gemeint war, dann muss ich sagen, Ziel verfehlt, deswegen würde ich mir was anderes wünschen. Prima, vielen Dank, Herr Hendricks. Und jetzt haben wir noch eine Kurzintervention vom Kollegen Bayer. Moment, das Mikrofon ist offen. Bitte, Herr Bayer. Vielen Dank, Herr Präsident. Das mit der Kurzintervention ist tatsächlich eine tolle Sache. Und es ist trotzdem natürlich hilfreich, Debatten auch hier zu führen. Das sieht man jetzt gerade auch an den letzten beiden Redebeiträgen, die, glaube ich, mehr gebracht haben als vorher, zumindest
bis zu mir gedrungen mehr gebracht haben als vorher Diskussionen in kleinerem Kreis, also auch ihre Vorschläge zu freien, teilfreien Rede. Ich hatte auch eine Besuchergruppe heute Morgen. Ich fällt auf, dass Besuchergruppen natürlich in letzter Zeit immer die Frage stellen, Besuchergruppen immer mehr die Frage stellen, was passiert eigentlich, wenn die AfD hier reinkommt? Eine Frage, die wir bisher natürlich nicht offen diskutieren. Ich habe persönlich große Bedenken, dass da Einschränkungen der demokratischen Prozesse geprobt werden, dass zum Beispiel auch die Sache mit der Vizepräsidentschaft der Piraten damit zu tun hat, dass man nachher anderen Leuten das nicht geben möchte. Und ich bin der Meinung, ich stelle schon Unterschiede fest zwischen jetzt und vor 3 Jahren. Und ich glaube, dass das der falsche Weg ist an der Stelle, sondern dass mehr Offenheit, mehr Hinwirken auf noch demokratischere Prozesse das Ganze uns an der Stelle weiterbringt, als Hürden aufzubauen. Ich halte Hürden an dieser Stelle für sehr gefährlich. Also, Herr Bayer, ich habe Sie nicht gut verstanden. Auch wieder, und das sage ich jetzt auch mal, ich will Ihnen nichts Böses, aber Sie müssen ins Mikrofon sprechen, Sie müssen sich so ausdrücken, dass man dem folgen kann. Auch das gehört zu einer guten Debattenkultur dazu. Aber ich habe mitgenommen, dass Sie noch weitere Facetten angesprochen haben, die wir dann bitte auch im Hauptausschuss diskutieren. Und da gehört dann die Debatte meines Erachtens auch hin. Aber wir müssen uns alle bemühen, wirklich zu versuchen, auch was Verständlichkeit insgesamt angeht, Wortwahl angeht, die Adressaten mehr oder weniger versuchen, in Gänze zu erreichen. Da hakt es hier und da, sicherlich auch bei mir. Aber das gehört gerade bei einem Beitrag zum Thema Debattenkultur dazu. Und deswegen, ich habe kaum etwas verstanden, rein akustisch kann ich auf den Rest momentan nicht eingehen. Lassen Sie uns bitte intensiv darüber diskutieren. Das Thema lohnt sich, das ist richtig. Ich würde es anders angehen, als Sie es begonnen haben. Aber das heißt ja nicht, dass man darüber reden und diskutieren kann. Wenn Sie das Ihr Ziel war, Ihr Grundziel, haben Sie das erreicht, weil wir das entsprechend machen werden. Wir werden der Überweisung im Hauptausschuss gerne zustimmen. Dankeschön, Herr Kollege Hendricks. Und für die Grüne Fraktion spricht nun Herr Engstfeld. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der hier vorgelegte Antrag zeigt, dass die Piratenfraktion zwar 2012 in dieses Parlament gewählt wurde, aber ganz offensichtlich den parlamentarischen Kompass nicht richtig eingestellt hat. Ihr Antrag zeigt, dass Sie die Anmerkung des seinerzeit sitzungsleitenden Präsidenten im Kern, glaube ich, nicht verstanden haben. Ich meine auch, dass die Autorinnen und Autoren Ihres Antrages das Gutachten nicht sinnhaft nachvollzogen haben, welches die Anmerkung des Vizepräsidenten Keimes vom 4. Dezember 2015 vollinhaltlich bestätigt hat. Ich zitiere aus Seite 21 des Gutachtens. Insgesamt spricht einiges dafür, dass sich die Nichtansprache der Zuhörerschaft zu einem parlamentarischen Brauch oder gar Gewohnheitsrecht verfestigt hat. Einmal als Anstandsnorm des parlamentarischen Miteinanders, über den Gehalt einer Höflichkeitsform hinaus, aber auch zum Schutz der Würde des Parlaments als zentraler Institution des Parlamentarismus. Das, meine Damen und Herren, das, liebe Piratenfraktion, zielt auf den Kern der Bemerkung, die Vizepräsident Keimes am 4. Dezember 2015 machte. Herr Kollege, ich möchte eine Zwischenfrage von Herrn. Nee, ich möchte einmal einen Zusammenhang vortragen. Ich möchte ihn damals noch mal mit seiner Passage zitieren. Er sagte: Wir sprechen hier in diesem Parlament nicht mit den Zuschauern. Das ist im Parlamentarismus ganz klar so geregelt. Das hat damit zu tun, dass wir aus Weimar gelernt haben. Ich will es einmal ganz deutlich sagen. Es ist nett, wenn Sie die Leute begrüßen, obwohl es falsch ist. Es entspricht nicht dem parlamentarischen Brauch. Meine sehr geehrten Damen und Herren, so ist das und nicht anders. Unsere Parlamente arbeiten dem Prinzip nach als sogenannte Kollegialorgane.
Kollegialorgane sind Organe, die mit einer Mehrheit grundsätzlich gleichberechtigter Organwalter, also Parlamentarierinnen und Parlamentarier, besetzt sind. Wir alle als gewählte Volksvertreterinnen und Volksvertreter nehmen gemeinsam die dem Kollegialorgan zugrunde zugeordneten Aufgaben und Zuständigkeiten wahr. Unsere Willensbildung erfolgt nach dem in unserer Geschäftsordnung festgelegten inneren Organisationsrecht, wo vieles detailgenau im Miteinander geregelt ist und schließlich die Mehrheitsentscheidung für die Beschlussfassung ausschlaggebend ist. Das ist der tiefere Sinn unseres freiheitlich-demokratischen Systems, solange es als parlamentarische, repräsentative Demokratie verfasst ist. Der Gutachter schreibt auf Seite 7, ich zitiere, rechtstheoretisch gründet die Parlamentsöffentlichkeit dann auch auf dem Repräsentationsprinzip. Und weiter heißt es, im Regelfall dient die öffentliche Parlamentsdebatte weniger der Herbeiführung einer Entscheidung, sondern vielmehr dazu, die Gründe der Zustimmenden wie Ablehnenden transparent zu machen. Das Plenum bietet das Forum, um die Gründe für die jeweilige Entscheidung öffentlichkeitswirksam klar und darzustellen. Zitat Ende. Die Öffentlichkeit ist also Adressatin der Debatte, aber nicht Teilnehmerin der Debatte. Ohne Öffentlichkeit keine Repräsentation. Ohne Repräsentation keine Legitimation. So lautet nach dem vorliegenden Gutachten das unverzichtbare Prinzip des deutschen Parlamentarismus. Ausdrücklich bestimmt die Hausordnung des Landtags NRW für die Besucherinnen und Besucher von Plenardebatten das Verbot von Bekundungen des Beifalls, des Missfallens und sonstiger Äußerungen. Sie sind auf die Rolle eines passiven Zuhörers beschränkt. Auch wenn dies in der Paulskirche 1848 noch nicht galt, so kann doch davon ausgegangen werden, schreibt der Gutachter auf Seite 9, ich zitiere, dass sich bereits unmittelbar nach der Paulskirche das Ruhegebot für die Tribünen als Grundsatz parlamentarischer Ordnung entwickelte bzw. verfestigte. Zitat Ende. So wurde es also bereits am 28. März 1849 für die zweite Kammer des Preußischen Landtags festgelegt und auch danach immer wieder übernommen, ob in Weimar oder im Bayerischen Landtag, im Bundestag oder bei uns hier im Landtag von Nordrhein-Westfalen. Und für die Abgeordneten gilt die, so schreibt der Gutachter auf Seite 13, die, ich zitiere, parlamentarische Ordnung, ein Sammelbegriff für alle einschlägigen Regeln, insbesondere auch ungeschriebenes Gewohnheitsrecht und Parlamentsbräuche. Prägend für die heute geltenden Regeln waren dabei aber auch die Erfahrungen mit den Feinden der Demokratie in den Parlamenten der Weimarer Republik. Und genau hierauf bezog sich seinerzeit die Anmerkung des Vizepräsidenten Keimes. So nett die Begrüßungen gemeint sind, sie widersprechen dem parlamentarischen Brauch. Nicht die Mitbegrüßung der Tribüne mindert die von Ihnen angeführte Politikverdrossenheit, sondern die Inhalte und die Glaubwürdigkeit der vorgetragenen Positionen werden von den Gästen auf der Tribüne bewertet. Und liebe Piraten, unterstellen Sie den Menschen wirklich, dass sie sich mehr von der Begrüßung angesprochen fühlen als von der Sinnhaftigkeit unserer politischen Aussagen? Sie müssen den Menschen hier von diesem Pult aus nicht erklären, was wir hier verhandeln. Und genau diesen Versuch machte der Kollege Bayer am 4. Dezember 2015, sondern Sie sollen hier darlegen, warum Sie diese oder jene politische Maßnahme für richtig oder falsch halten. Die Menschen, die uns zuhören, die können das einordnen. Meine Damen und Herren, wir verhandeln hier stellvertretend für die Menschen, die uns dieses Mandat dafür erteilt haben. Und wir beraten uns mit den Menschen in den Versammlungen und Veranstaltungen überall im Land, an denen wir teilnehmen. Wir telefonieren mit unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Wir tauschen uns über alle Foren und Formen des Internets mit ihnen aus. Wir schreiben uns und wir sprechen abends in der Kneipe mit anderen Menschen. Hier aber ist der Ort der repräsentativ-parlamentarischen Demokratie. Hier beraten wir uns als politische Kolleginnen und Kollegen, als Mandatsträgerinnen und Mandatsträger über die beste politische Lösung. Aber ganz bewusst lassen wir unsere Auftraggeber außen vor. Das ist repräsentativ-parlamentarische Demokratie.
Das sichert Einigkeit, Recht und Freiheit. Eindrucksvoll nämlich zeigt uns das Gutachten mit den dort aufgeführten Bezügen zur historischen Entwicklung, wohin es führt, wenn wir diese gut eingeführten parlamentarischen Bräuche in Frage stellen. Das Stichwort lautet Weimar. Nicht Sie als Piratenfraktion stellen mit solchen Auflösungstendenzen des geübten Brauches eine Gefahr für unsere Demokratie dar. Aber nach Ihnen kommen vielleicht andere Parteien auch in dieses Parlament und berufen sich dann auf die von Ihnen schleichend benutzten und geduldeten neuen direkten Kommunikationsformen. Die neuen anderen Parteien reden dann zum Beispiel über die versammelten Abgeordneten hinweg, mal eben die, ich zitiere, Bürger des Landes, Zitat Ende, jeweils zu ihrem Redebeginn an, so wie es NPD-Abgeordnete im Schweriner Landtag tun. Der Unterschied zwischen dem freundlich gemeinten Begrüßen und dem politische Missachtung des Parlamentarismus ausdrückenden Begrüßens des Volkes an sich verschwindet so schnell wie manche Fraktion, die einzeln am Parlament gewählt wurde. Deswegen sagen wir hier Ihnen an dieser Stelle, wie es auch der Vizepräsident Kalmes am 4. Dezember 2015 getan hat: Wehret den Anfängen. Wir stimmen der Überweisung des Antrages in den Hauptausschuss zu. Den Inhalt dieses Antrages aber lehnen wir ab, denn das nordrhein-westfälische Parlament braucht vor allem stand- und meinungsfeste Politikerinnen und Politiker, die sich nicht Moden oder Mätzchen anpassen, sondern die sich der Freiheit und der parlamentarischen Demokratie nicht nur verpflichtet fühlen, sondern sie mit den Menschen in unserem Land gemeinsam leben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Engstfeld. Es gibt eine Kurzintervention angemeldet von Herrn Kollegen Bayer. Herr Bayer, 1:30 für Sie. Vielen Dank, Herr Präsident. Gerade Ihr letzter Absatz zu während den Anfängen ist genau das, was ich meine, was nicht das ist, was man aus dem Gutachten ziehen soll und auch was gefährlich ist an der Stelle, weil man da komplett falsche Schlüsse zieht. Sie haben das auch teilweise sehr verdreht dargestellt gehabt, was im Gutachten drinsteht. Wichtig ist vor allem, die Intention ist entscheidend und eben, es ist nicht mit Weimar zu vergleichen, wenn man hier Zuschauer entsprechend anspricht oder auch Dinge erklärt oder Dinge nach außen bringt und Öffentlichkeit hat. Das gibt da sehr strukturelle Unterschiede, die auch nicht automatisch nach Weimar führen oder danach. Und auch der Schluss des Gutachtens, den haben Sie ja zitiert, praktisch das, was am Ende rauskommt. Da macht das Gutachten zwar keinen Fehler, aber das Gutachten beschränkt sich nur auf absolute Zahlen und sagt, okay, wenn 20% der Abgeordneten es machen, 80 nicht, dann ist wohl die Situation so, dass es üblich ist, es nicht zu machen. Also Fazit. Man müsste sich, um es aber genau zu beurteilen, jetzt angucken, wie ist denn der Trend? Ändert sich was? Wieso ändert sich was? Und so weiter und so fort. Wie ist es in den einzelnen Parlamenten? Da reicht die Datenlage des Gutachtens nicht aus. Ich interpretiere das sozusagen anders. Ich nehme die Formulierungen, die Aussagen, die vorher im Gutachten gemacht werden, sage, wenn der Trend aber dahin geht, dass es zunimmt, dann spricht das Gutachten im Grunde für meine Argumentation. Man könnte Folgegutachten machen. Vielen Dank, Herr Kollege Bayer, für diese Kurzintervention, die jetzt auch akustisch deutlich besser zu verstehen war wie der erste Anlauf. Ich würde am Anfang mich verwehren, ich habe nicht die Aussagen aus dem Gutachten verdreht, so wie es gerade behauptet wurde, das sehe ich nicht so. Natürlich kann man wahrscheinlich das eine oder andere anders rauslesen, aber diese Unterstellung möchte ich doch zurückweisen. Ich habe Ihrer Rede ja zugehört, Sie haben ja meiner zugehört, wir haben da unterschiedliche Schlüsse und Argumentationswege. Ich habe die Gefahren, die wir sehen, dargestellt und dabei bleibe ich auch und ich freue mich auf die Debatte dann im Ausschuss. Jo, vielen Dank, Herr Engstfeld. Nächste Rednerin für die FDP-Fraktion, Frau Kollegin Freimuth. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, was unter einer fortschrittlichen Debattenkultur zu verstehen ist, das mag aus der Sicht des einen fortschrittlich sein, aus der anderen nahezu strukturkonservativ. Begriffe wie fortschrittlich und modern sagen also für sich genommen erstmal noch
nichts aus, sind inhaltsleer, sondern sie werden erst durch die Rahmenbedingungen auch ausgefüllt, unter denen sie verwendet werden, und werden eben auch von dem gesamtgesellschaftlichen Konsens geprägt, insbesondere in Gestalt die dieser durch die Rechts- und Verfassungsordnung erfährt. Das Recht ist nicht starr, wie wir alle wissen, sondern entwicklungsfähig und vermag auch gesellschaftliche Veränderungen abzubilden. Und es hat allerdings in der Gestalt sowohl des Grundgesetzes als auch der Landesverfassung Nordrhein-Westfalen bestimmte Grundentscheidungen getroffen, die gerade eben auch für die Staatsorganisation und damit auch für den Parlamentarismus von hoher Bedeutung sind. Sowohl das Grundgesetz als auch die Landesverfassung haben sich für eine parlamentarisch verankerte Regierung entschieden. Diese Regierung steht dem Parlament als Institution nicht antagonistisch gegenüber, wie das zum Beispiel im politischen System der Vereinigten Staaten von Amerika der Fall sein dürfte, denn dort finden sich auf der einen Seite der unmittelbar vom Volk gewählte Präsident und die ihm zuzurechnende Exekutive auf der einen Seite und das Parlament mit seinen beiden Kammern auf der anderen. In einem derartigen System, in dem der Präsident sogar das Inkrafttreten von Parlamentsgesetzen mittels Veto aus eigener Machtvollkommenheit verhindern kann, kommt auch der Debattenkultur in einem Parlament eine ganz andere Bedeutung zu, als das eben im Modell der parlamentarisch verankerten Regierung auch der Fall ist. Und bei aller Liebe zu den USA, die ich ja durchaus habe, ich finde, unser parlamentarisches System hat sich an der Stelle auch für unser Land bewährt. Im System der parlamentarisch verankerten Regierung wählt nämlich das Parlament und in Nordrhein-Westfalen auf der Grundlage von Artikel 52 Absatz 1 unserer Landesverfassung die Ministerpräsidentin oder den Ministerpräsidenten, und hier in NRW, anders zum Beispiel als im Deutschen Bundestag, muss der oder die Gewählte sogar selbst Mitglied des Parlaments sein, in gewisser Weise auch eine in Kauf genommene Durchbrechung der strikten Gewaltenteilung. Für die parlamentarische Arbeit und die parlamentarischen Strukturen sind die Mehrheitsverhältnisse innerhalb des Parlaments von hoher Bedeutung. Nur der oder diejenige, dem die Parlamentsmehrheit vertraut, kann das Amt des Regierungschefs innehaben. Die Verfassung überantwortet dem Parlament im Sinne des Gewaltenteilungsgrundsatzes die Kontrolle der Regierung, funktionell damit auch den Abgeordneten der regierungstragenden Fraktionen, entscheidend aber den Abgeordneten der Opposition, und gibt ihnen auch Minderheitenrechte, um diese Kontrolle auch ausüben zu können. Die Trennlinien verlaufen bei Statusgleichheit im Mandat zwischen der Regierung und der oder den sie tragenden Fraktionen auf der einen und den Oppositionsfraktionen auf der anderen Seite. Besonders anschaulich hat diese Struktur das Bundesverfassungsgericht mit seiner Entscheidung aus dem Jahr 2005 zur vorzeitigen Auflösung des 15. Deutschen Bundestages aufgezeigt. Und ich darf daraus zitieren. In diesem Verhältnis zwischen der Regierung und einer ihr personell und sachlich verbundenen Parlamentsmehrheit einerseits und der in Opposition zur Regierung stehenden parlamentarischen Minderheit andererseits entfaltet sich der parlamentarische Willensbildungsprozess. Dieser Prozess wird durch Fraktionen im Bundestag maßgeblich geformt und gestaltet. Und etwas weiter: Der Bundeskanzler ist aber regelmäßig in besonderem Maße auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem oder den Fraktionsvorsitzenden der ihn tragenden Mehrheit im Parlament angewiesen. Die Führung der Fraktion wird darauf hinwirken, dass aus der Freiheit des Mandats ein wirksamer und einheitlicher Wille erwächst, der im Fall der die Regierung unterstützenden Fraktionen mit der Konzeption der Bundesregierung vereinbar ist. Und dann, ganz entscheidend, grundsätzlich bedürfen der Bundeskanzler und seine Regierung einer verlässlichen parlamentarischen Mehrheit. Verlässlich bedeutet in diesem Zusammenhang, dass der Kanzler für das von ihm vertretene politische Konzept
eine prinzipielle und ausreichende parlamentarische Unterstützung erwarten darf. So das Bundesverfassungsgericht. Eine derartige verfassungsrechtliche Konzeption verlangt, dass eine Politik, deren Richtlinien nach dem Grundgesetz der Bundeskanzler und nach der Landesverfassung der Ministerpräsident bestimmt, im Parlament in erster Linie erklärt, öffentlich debattiert und auch kontrovers erörtert wird. Die von der parlamentarisch verankerten Regierung gewählten politischen Ansätze und Ziele müssen der öffentlichen Debatte standhalten, sich der Kritik der Opposition stellen und sich vielleicht auch entgegenhalten lassen, nicht immer die optimale oder sachgerechte Lösung darzustellen. Dies aufzuzeigen, ist das parlamentarische Recht und die parlamentarische Aufgabe der Oppositionsfraktionen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, vor dem Genannten erscheint es als eine Unverfrorenheit, die Debatte in diesem Haus als Showdebatten zu verunglimpfen, deren Ausgang von elitären Zirkeln in Partei- und Fraktionsspitzen prädeterminiert sei. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, wer entrollt denn Transparente und trägt sie als T-Shirts? Ist das nicht viel eher ein Beitrag zu einer Showdebatte? Und insofern erlaube ich mir den Hinweis, dass ich es nicht für sinnvoll halte und für zielführend, wenn parteiliche Herausforderungen hier auf den Parlamentarismus im Ganzen übertragen werden. Sie haben ja selbst Ansätze benannt, die der aktuellen gesellschaftlichen und technologischen Entwicklung auch entsprechen. Die Umsetzung der Kremser Erklärung, die Live-Übertragung von Sitzungen im Internet, die Verwendung persönlicher Begrüßungsformeln und auch das ja gerade mehrfach wiederholt genutzte Instrument, zum Beispiel der Kurzintervention. Das sind ja alles auch durchaus Veränderungen in Ihrem Sprachgebrauch, Modernisierungen, die hier im nordrhein-westfälischen Parlamentarismus auch gezeigt haben, dass er eben nicht starr ist und unveränderlich informelle Regeln enthält. Er hat aber das zu respektieren, was die Verfassung vorgibt. Und wenn Sie hier versuchen, mit dem Antrag hier ein Bild zu vermitteln, und das passiert, mit dem Sie die repräsentative Demokratie als antiquiert oder überholt darstellen, dann, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen der Piraten, widerspreche ich Ihnen da ganz ausdrücklich. Weil mit der Skizzierung eines solchen nicht zutreffenden Bildes spielen Sie, was ich Ihnen gar nicht unterstelle, dass Sie das wollen, letztlich jenen Kräften in die Hände, die den Parlamentarismus, der sich als die stabilste Form erwiesen hat in unserer Geschichte, letztlich in die Hände. Wir werden der Überweisung des Antrags zustimmen. Ich teile aber ausdrücklich nicht die Feststellung in Ihrem Antrag und auch nicht die Forderung. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Freimuth. Wenn Sie noch mal zum Pult zurückkämen, wäre das freundlich. Der Dr. Paul hat eine Kurzintervention angemeldet. Und wir wollen natürlich auch die dritte Kurzintervention heute hier nutzen. Herr Dr. Paul, wenn Sie kurz... Ja, danke schön, Ihr Mikrofon. Wunderbar, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Frau Freimuth, ich möchte Sie um eine Erklärung bitten. Sie haben am 31. Januar 2009 die Debatte um die WestLB hier im Plenum eine traurige Showdebatte genannt. Und gerade eben kritisieren Sie, dass wir diesen Begriff im Antrag verwendet haben. Können Sie mir sagen, wie das für Sie zusammenpasst? Lieber Herr Kollege Paul, es ist eine Auseinandersetzung hier innerhalb des Parlaments gewesen. Und insofern habe ich an der Stelle auch die Debatte innerhalb des Parlaments, das, was einzelne Kollegen auch gemacht haben, mit dieser Beschreibung gemeint. Ich will Ihnen aber eins durchaus noch mit auf den Weg geben, weil mir das noch vorhin bei dem Kollegen Bayer und die Kurzintervention bietet ja auch die Möglichkeit, zu verschiedenen Dingen dann eine Aussage zu treffen. Herr Kollege Bayer, die Mehrheit auch in einem Parlament hat nicht immer recht. Die Minderheit
hat aber auch nicht automatisch das moralische Recht auf ihrer Seite. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Freimuth. Ich habe noch einen Redner auf der Liste, und das ist der Kollege Marsching von der Fraktion der Piraten, der Fraktionsvorsitzende. Ich habe so viel mitgeschrieben. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich habe so viel mitgeschrieben, ich weiß gar nicht, ob ich das hinkriege. 3:50. Demokratie ist die beste aller Regierungsformen. Frei nach Churchill, und zwar so lange, bis wir eine bessere gefunden haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer auf der Tribüne und zu Hause, ich möchte auf 3 Punkte eingehen, die der Kollege Bayer gerade genannt hat. Und ja, da komme ich gleich zu. Die unterwegs sind, komme ich gleich zu. Ja, Herr Kollege Hendricks, freireden nach Stichwortzetteln. Ich versuche das mal, einigermaßen, aber bei so vielen Notizen. Also, Punkt 1. Es wurde über die Offenheit geredet. Die Offenheit, die wir uns vorstellen, ist aber auch so aufzutreten, wie man auf der Straße aufgetreten ist, sich den Menschen so darzustellen, wie man draußen sich auf der Straße darstellt. Und das Parlament nicht nur als teuerstes Theater Nordrhein-Westfalens zu verstehen, wo jeder seine Rolle spielt und dann geht man hinterher raus und draußen macht man was völlig anderes. Offenheit, meine Damen und Herren, ist eben auch die Offenheit gegenüber Mindermeinungen. Das ist auch die Offenheit gegenüber was Neuem, gegenüber was Ungewohntem. Dass man sich Argumente zuhört, dass man die nicht weglacht. Und heute Morgen bei der Aktuellen Stunde, hatte mich kaum hingesetzt, die Aktuelle Stunde fängt an mit das beste Beispiel. Da waren die Kolleginnen und Kollegen von den rot-grünen Fraktionen so laut, dass man den Redner von der Oppositionsfraktion fast gar nicht verstehen konnte. Und ich sitze da 3 Meter entfernt. Und das, meine Damen und Herren, ist Offenheit. Und das ist auch Politik der ausgestreckten Hand, die hier immer wieder propagiert wird. Eine Politik der ausgestreckten Hand wäre zuzuhören und gute Ideen auch der Opposition einzubauen in die Anträge und sie dann auch mal positiv abzustimmen und nicht immer die Politik der ausgestreckten Faust hier zu machen, indem man die Opposition reinlaufen lassen will. Wenn man zuhört, wenn man abwägt, dann kommt der Punkt, den der Kollege Hendricks auch gerade angesprochen hat, dann muss man den Bürgern auch zeigen, was tun wir hier, warum. Und dann komme ich zum Punkt Transparenz. Ich gebe Ihnen bei einem recht und ich komme bei Nachvollziehbarkeit gleich nochmal dazu. Ja, einfachere Sprache hier, das wäre wichtig. Zum Thema Transparenz. Ich habe nichts dagegen, wenn etwas im kleinen Kreis vorbereitet wird. Zum Beispiel in der Referentenrunde, in Obleuterunden und Ähnlichem. Das Problem ist nur, dass hinterher die Argumente auch offen ausgetauscht werden müssen. Und was nicht angeht, ist, die Fraktionsspitzen treffen sich, kungeln irgendwas aus und das ist automatisch das Ergebnis, was hinterher rausgeht. Das wollen wir hier verändern. Nee, wir haben ja auch nicht mitgemacht, war ja auch richtig so. Zum Thema Streaming könnte ich da was sagen, was Transparenz angeht. Wir haben hier viele Räume umgebaut. Streaming ist jetzt möglich. Wir könnten fast alle Sitzungen streamen und aufzeichnen. Und dann kann man sich das auch, liebe Kollegin Freimuth, abends zu Hause angucken, wenn man nicht mehr unterwegs ist, denn dann sind die Aufzeichnungen ja da. Und dann wäre es möglich, die Öffentlichkeit auch größer zu machen. Denn das öffentliche Sitzung im Parlament bei uns heißt, die Presse sitzt in der 3. Reihe, das ist uns zu wenig. Und wenn ein Besucher von Bielefeld nach Düsseldorf fahren muss, um einer Debatte hier beizuwohnen, die ihn interessiert, dann ist das einfach nicht mehr zeitgemäß. Und die Argumente gegen Streaming, die möchte ich auch noch eben sagen, die Argumente, die wir immer wieder hören, ist, man kann da nicht so offen debattieren. Der Umkehrschluss wäre, wir müssen die Öffentlichkeit hier ausschließen, dann kann man nämlich die besten Debatten führen. Und das Dritte ist das Thema Nachvollziehbarkeit. Die Bürger wollen verstehen, was Politiker machen. Politiker sind immer abgehoben und Politiker, das sind die da oben, die machen eh, was sie wollen und wir kriegen es nicht mehr mit. Das darf nicht mehr sein. Wir haben ein Wahlsystem, da sind die Hälfte der Abgeordneten hier direkt gewählt und die Bürger müssen nachvollziehen können, was haben ihre Abgeordneten denn gemacht? Welche Argumente haben sie vertreten? Wie haben sie abgestimmt? Die technischen Möglichkeiten dazu gäbe es, das haben wir hier auch schon mal diskutiert und vorgeschlagen. Ich möchte aber auch hier sagen, das Gegenargument ist, hier ist es oft so leer, dann kriegen die Leute mit, wenn Leute nicht da waren. Ja, aber auch wer reinen Gewissens ist, weil er bei einer Abstimmung nicht teilgenommen hat, der soll das dokumentiert werden und auch das sollen die Bürger bitte wissen. Vieles haben wir hier schon angestoßen. Ich glaube, die Bürger wollen ein modernes Parlament. Wir sollten uns hier entwickeln, aber bitte in größeren Schritten und nicht so lange tippeln.
Wir sollten den Bürgern zeigen, dass hier normale Leute im Parlament sind, Leute wie die da draußen. Und noch ein allerletzter Satz zum Kollegen Bovermann. Wir wollen keinen Wechsel des Systems, aber, da hinten, ganz links, ich dachte, Sie setzen sich vorne hin, aber, wir wollen keinen Wechsel des Systems, aber ein krankes System ist nicht tot. Ein krankes System kann geheilt werden und ich sage, für dieses System ist ein Update verfügbar. Vielen Dank. Das war der Fraktionsvorsitzende Herr Marschenk von der Piratenfraktion. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Damit kommen wir zur Abstimmung. Der Elsenrat empfiehlt die Überweisung des Antrags mit der Drucksache Nummer 11689 an den Hauptausschuss. Dort dann Abstimmung und Beratung und Abstimmung in öffentlicher Sitzung. Wer stimmt dem so zu? Wer stimmt dagegen? Gibt es Enthaltungen? Alles nicht der Fall. Einstimmig so überwiesen. Herzlichen Dank. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Sitzung. Ich rufe das Plenum wieder ein für Mittwoch, den 11. Mai, 10 Uhr. Ihnen allen einen